Ja, hallo und guten Tag, Leute. Es geht mal wieder an Paint.net und zwar diesmal zum Thema Ebenen. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema über und mit Paint.net, denn ist es so, dass jeder Typ, der sich ein bisschen mit transparenten Bildern auskennt, früher oder später auf jeden Fall diese Ebenen gut gebrauchen kann. Um euch erstmal kurz zu erklären, was eigentlich ein transparentes Bild ist, habe ich hier mal ein Beispielbild, und zwar ein Handy. Keine Ahnung, was für eins, war jetzt eben nur ein Beispiel. Und wir benutzen als Tool, ich hoffe, die Tools könnt ihr sehen, wenn nicht, dann ihr müsst eben den Zauberstab benutzen. Ich glaube, da könnt ihr auch einfach die Taste, nee, könnt ihr nicht. Also drückt einfach den Zauberstab und dann markiert er hier die weißen Ebenen, das habe ich hier letztens schon gezeigt bei den Tools. Und dann wird der Teil hier markiert. Dann drückt ihr Entferntaste und an dieser Stelle kommen dann komischerweise diese Kästchen. Und das sind die Transparentkästchen. Dürft ihr euch also so vorstellen, dass im Prinzip gerade nur noch dieses Handy als Bild existiert. Das heißt, vorher hat hier noch ein weißer Hintergrund existiert, der eben wirklich da war. Also es war ein weißer Hintergrund. Und in diesem Fall ist es eben transparent. Das heißt, es ist kein Hintergrund mehr da. Und damit können wir jetzt relativ viel anfangen. Ich habe ja mal diese Windows-Wiese. Und wenn ihr jetzt einfach mal dieses Handy hier drauf haben wollt, ihr wollt euch zum Beispiel ein nettes Bild machen und wollt dieses Handy jetzt einfach mal auf diese Wiese verschieben. Also ihr drückt Steuerung C für Kopieren oder geht hier wieder oben auf Kopieren und fügt das jetzt ein. Dann ist aber diese komische Transparenz mitgekommen. Das wundert natürlich jetzt als erstes. Es ist aber so, dass es ganz normal, dass hier die Transparenz mitgekommen ist. Denn an diesem Fall hier wird einfach im Prinzip an der Ebene dieses Dreiecksding hier gelöscht. Ja, das ist so das Ärgerliche. Wie könnt ihr es aber jetzt schaffen, dass ihr das Handy nur drauf habt und nicht diese transparente Ebene? Ganz einfach. Ihr geht hier bei den Ebenen hier unten links auf neue Ebene hinzufügen. Ich mache jetzt aber hier in dem Tutorial alles hier rüber und zwar hier bei Ebene, weil ich nicht weiß, ob ihr dieses Fenster hier sehen könnt, weil dieses Tools-Fenster konntet ihr auch nicht immer sehen, keine Ahnung warum. Deswegen hier neue Ebene, könnt auch Steuerung umschalten, also das ist die Shift-Taste Steuerung, Shift und N drücken, dann habt ihr hier eine neue Ebene. Ja, was kann man jetzt hier alles machen? Wir fügen jetzt einfach mal das Handy ein und hier ist übrigens immer eine kleine Miniaturansicht von dem Bild, was ihr habt und ihr seht, hier sind wieder diese Transparenzblöcke, das heißt, scheinbar ist diese Ebene komplett transparent. Sieht man ja auch daran, dass diese Wiese noch zu erkennen ist. Ich füge jetzt mal das Handy ein und schwupp haben wir nur das Handy, was ja sehr schön ist, denn wir wollten ja sowieso nur das Handy haben. Mir fällt gerade auf, dass der Hintergrund hier von dem Handy sogar ziemlich gut zu dem hier passt. Hoffe, das führt jetzt nicht zu irgendwelchen Verwirrungen unterm Publikum. So, ich füge das jetzt einfach mal hier so platt ein und jetzt kann man hier in der Miniatursicht kann man hier erkennen, falls ihr es überhaupt sehen könnt, dass hier das Handy liegt und hier ist die Ebene. Wenn ich die Ebene mal ausschalte, das Häkchen hier wegmache, dann sieht man eben nur das hier. Andersherum könnte man das hier machen, dann sieht man eben nochmal, dass das hier alles transparent ist. Ja, in den Ebenen kann man auch hin und her schieben. Schiebe ich zum Beispiel die hier mit dem Pfeil nach hier oben oder ich gehe auf Ebenen und dann, okay, gut, geht scheinbar hier nur, geht hier nur. Drückt das nach oben, dann ist das Handy auch weg. Denn müsst ihr euch eben vorstellen, diese Wiese ist vor dem Handy und das Handy ist nicht mehr zu sehen. So, wir behalten das jetzt aber mal so bei. Es gibt hier nämlich noch was, und zwar dieses Zeichen hier, das ist Ebene löschen. Schwupp, und schon ist die Ebene weg. Mit Steuerung Z kann man das Ganze wieder rückgängig machen. Ja, dann gibt es hier unten noch doppelte Ebene. Das ist was, das lassen wir jetzt im Prinzip, also man kann diese Ebene so einfach verdoppeln. Könnten wir jetzt zum Beispiel, sind wir jetzt in der Ebene, könnten wir jetzt einfach den Bereich markieren und könnten an der Stelle ein zweites Handy so gesehen rausholen. Versteht ihr? Also könnten wir hier so zwei Handys hinmachen. Das könnten wir sogar ein bisschen kleiner machen. Könnten zum Beispiel das Handy einfach mal hier reintun. Oder sonst was damit machen. Oder hier unten hin. Und ja, das sieht dann eben so aus. Wollen wir aber nicht, deswegen tun wir die Ebene hier auch wieder weg. So, jetzt gibt es noch dieses Feature, Ebene nach unten zusammenführen. Bedeutet, drücke ich das, ist das Gesamt jetzt eine Ebene. Verschiebe ich also jetzt dieses Handy hier, dann ist das ganze Bild im Prinzip ruiniert. Dann ist das hier komplett, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Gut. Haben wir es jetzt wieder so wie beim alten. Nee, Quatsch. So, mache ich jetzt wieder rückgängig. Und zwar wieder zu zwei Ebenen. Na komm, so. Jetzt gibt es hier noch was Cooles. Das sind die Properties bzw. Eigenschaften. Das kann man übrigens auch hierüber aufrufen. Und ja, das ist eben das hier. Und da kann man Verschiedenes auswählen. Erstmal, dass die sichtbar ist, die Ebene. Das kennen wir ja schon hierher. Das ist nur dieses Häkchen hier. Also im Prinzip für uns jetzt irrelevant. Dann gibt es hier die Druckfähigkeit. Das ist die Transparenz. Das kann man hier so auswählen. So wäre das zum Beispiel ziemlich transparent, das Handy. Sieht relativ cool aus.
Und so ist es eben komplett sichtbar, komplett unsichtbar. Dann gibt es jetzt sogar noch coole verschiedene Effekte, zum Beispiel multiplizierend. Das wäre dann in diesem Fall das hier. Da fügt sich das im Prinzip alle, ich glaube, das sind alles, genau, alles, was weiß ist, ist im Prinzip sehr durchlässig. Hier kann man einen Tastencode erkennen. Die Transparenz ist natürlich immer noch einstellbar. Additiv, dann also im Prinzip eben, könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Manche Effekte sehen ganz cool aus, manche sind zum Beispiel eher dumm. Ist alles so recht lustig. In Erhellen zum Beispiel wird der schwarze Bereich komplett entfernt. Und Raster und Xor ist eigentlich auch ganz lustig, ne? Also was es da nicht alles gibt, das ist eben das zum Thema Ebenen. Wirklich ziemlich praktisch, wenn man da irgendwas hat, irgendwas bearbeiten will. Wenn man Texte zum Beispiel hat, ich lösche jetzt einfach mal diese Ebene hier und füge eine neue Ebene ein. Oder lass es erstmal so. Ich habe jetzt hier einen Text und ich möchte den Text schräg haben. Gebe ich hier zum Beispiel mal MW10 ein. Jetzt habe ich hier diesen Text. Und möchte, dass der Text was schräger ist, und ich kopiere das jetzt einfach mal, dann merkt man, nimmt er wieder mal den ganzen Hintergrund mit, was sehr unpraktisch für uns ist, weil wir das gar nicht so wollen. Deswegen fügen wir einfach eine neue Ebene ein mit dem Textding und geben dann da MW10 ein. Jetzt sieht man hier wieder schön, dass dieses MW10-Ding auf der Transparenz liegt. Man kann das einfach so nehmen und kann es wild herumschieben und hat es dann hier, könnte es jetzt zum Beispiel hier so Buchstabe für Buchstabe einzeln auflegen. Das würde man dann in dem Fall, würde ich das jetzt einfach hier so. Moment, zurück, 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 gerade, so. Ach, komm, geh mal gerade hier. So, habe ich es gerade. Jetzt würde ich hier zum Beispiel den Buchstaben so nehmen. So. Und würde den dann hier so, weiß ich nicht, so, dass es so aussieht, als würde der hier drauf stehen. So. Das V nehme ich dann wieder so, ja. Einfach hier so rausnehmen. Und könnte das dann theoretisch einfach so nehmen. Ist aber unpraktisch, wir wollen es hier dran machen. Das überschiebt sich natürlich. Wie gesagt, mit der Transparenz könnten wir jetzt einerseits zum Beispiel noch eine neue Ebene machen. Oder wir machen es so, dass wir einfach den Buchstaben hier markieren mit dem Zauberstab. Da die Toleranz so, ne? So sieht man es. Und geht jetzt auf dieses Ding hier. Und jetzt hat man eben nur dieses Teil. So, das kann man jetzt einfach hier wieder so ein bisschen, dass es so passt. So aussieht, als würde es hier draufstehen. Und das kann man jetzt natürlich auch wieder mit der 1 hier machen. Upsala, die haben wir aber unschön mitgenommen. Da muss man ein bisschen. Ach so, guck mal, hier sind sogar noch ganz grob, kann man jetzt hier erkennen, dass hier jetzt sogar noch das Graue ist. Das ist jetzt egal. Das vom V. So. Stellen wir das hier hin. Und die 0, die tue ich wieder ein bisschen weiter nach hinten, damit man sehen kann, dass es auch hier drauf steht. Und das mache ich jetzt mal so. Und schon sieht es irgendwie so aus, als würden die Buchstaben, wenn man mal weit wegzoomt, als würden die da drauf liegen. Ja, das war so mein kleines Tutorial zu dem Thema. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen verstehen. Ich könnte das Ebenenfenster hier auch ausblenden. Falls ihr nicht das Fenster habt, geht ihr hier bei Fenster und markiert Ebenen. Könnt ihr auch übrigens den Verlauf auswählen, den ich ausgestellt habe. Hier könnt ihr im Prinzip zu sämtlichen Dingern zurückstellen. So, jetzt bin ich an der Stelle oder hier zu einem ganz alten an die Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank und tschüss.